Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Prey. Oh. Ja. Diese Textur sollte vielleicht mal geladen werden. Ja, Looking Glass Server, keine Verbindung. Stimmt, wir müssen ja jetzt zu Dr. Calvinos Werkstatt. Ich muss allerdings mal eben schauen. Wo war denn das nochmal? War das Tab? Nee, Tab war das nicht. Da war es nicht. Ich habe das ziemlich lange nicht mehr gespielt. Aber es kam bei euch ja sehr gut an. Deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall mal weiterspielen. Ah, hallo. Bom. Bist du tot? Nee, du bist noch nicht tot. Okay. Hier oben konnten wir noch nicht rein, ne? Kampfgrundlagen. Du musst nicht gehen. Okay. Heißt Glow-Kanone. Die Glow. Können wir das entriegeln? Ja, wir können das entriegeln. Oh, alter Vater. Schön die Margrave wieder. Boom. Weg mit dir, weg mit dir. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das nutzen sollte. Was? Ja, du bist ein Stuhl. Hab ich schon gesehen. Das bist du nicht. Bist du der? Warte, was bist du jetzt? Da bist du. Ja, du bist ein... Ja, das habe ich gesehen. Du bist der. Jetzt ist er... Da unten. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Ja, ich hatte jetzt in letzter Zeit ziemlich viel um die Ohren wegen dem Abitur. Deswegen habe ich da eine ganz kurze Pause gemacht. Was viele... gesehen haben, bemerkt haben. Ja, viele sind gegangen, viele sind geblieben, aber auch. Deswegen finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Und, ja, ich will auf jeden Fall das hier jetzt weitermachen. Ups, sorry. Okay. Und ich muss mich hier mal eben nochmal ein bisschen durchsuchen. Also durch, kämpfen, damit ich das verstehe. Sind wir da hinten hergekommen? Boah, keine Ahnung. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, wir gehen der Quest erstmal nach, weil dieser Bereich hier ist auf jeden Fall etwas größer. Ne? Bananenschale nehmen wir einfach mal mit. Das können wir ja alles recyceln. Und dadurch kriegen wir ja immer wieder... Kriegen wir ja immer wieder neue Ersatzteile, nice. Neue Gegenstände und neue Munition, indem wir diesen Schrott halt recyceln. Tragen? Nee, ich will nichts tragen. Hier sieht auch aus, auch eine Recycle-Maschine, aber die hat leider eine Fehlfunktion. Okay. Okay. Ja, wir gehen mal zum Maschinenlabor. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich hoffe, wir kommen hier nochmal hin zurück. Ansonsten, ne, ja, ist es dann halt so. Ich will jetzt eigentlich nicht 2 Stunden damit verbringen, nur alles zu erkunden und jede Bananenschale aufzuheben. Nee, so einer bin ich nicht. Ja. Ich weiß gar nicht mal die genaue Story. Ich glaube, der... Unser Bruder oder so will uns hintergehen oder er hat uns hintergangen. Und wir selber, unser Zukunfts-Ich oder so, hat uns den Tipp gegeben. Okay. Ich habe sie gefunden. Was ist das denn? Der fliegt auch einfach nur dagegen. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Desintegrierter Kreislauf hat neue Instruktionen gefunden. Boah, der ist aber voll stark. Aua. Ist hier voll stark. Ersatzteile. Kann ich das irgendwie... Nee, dafür brauche ich wieder einen Code. Okay. Alles klar. Wir durchsuchen hier wieder alles. Ah, hier gab es neue Mails. Die lesen wir uns natürlich vor. Hey, kommst du mit? Ich habe Larsen in den Vorführraum geschickt, damit er uns eine Flasche Old Sarda organisiert. Lust mitzukommen? Ups, das wollte ich gar nicht. Oh shit, wollte auch nicht. F war das.
Hope. Verzögerung der Vorführung. Die Vorführung des Artax-Antriebssystems muss verschoben werden. Wir arbeiten hier in der Werkstatt noch an einem kleinen Kalibrierungsproblem. Besteht aber kein Grund zur Sorge, Franklin. Okay, ja, angeblich keinen Grund zur Sorge. Nehmen wir wieder mit. Nehmen wir als mit. Big Bang Bonbon. Können wir hier noch was mitnehmen? Natürlich, ein Bananenschale als. Die müssen die Grafik echt immer nachladen, ne? Da. Wenn ich jetzt so nahe komme, ne? Kommen da schon so. Komm schon, ja, ein paar Grafikprobleme. Aber das ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Da auch der Teller wieder. Naja. Favoriten. Ah, okay. Ja. Oh, nein, nein, du bist voll stark. Anzugsintegrität. Dein Anzug ist beschädigt. Je besser sein Zustand, desto mehr Schaden kann er von gegnerischen Angriffen und anderen Gefahren absorbieren. Verwende ein Anzug-Reparatur-Kit, um ihn wieder in Stand zu setzen. Alter, bist du stark. Ich hoffe, du stirbst nicht, aber immer noch nicht. Aua, aua, sagte ich. Aua. Sag mal. Also, stark bist du auf jeden Fall. EMP-Ladung? Nee. Alter. Also, diese Dinger sind echt nicht mit zu spaßen, ne? Hier will ich eigentlich auch nochmal eben rein, weil hier sieht. Zu schnell, zu weit. Ja, könnt ihr euch durchlesen. Ich werde, wie gesagt, nicht alles jetzt komplett lesen. Auch das hier könnt ihr euch durchlesen. Der Weltraumaufzug, genau, das hatten wir auch schon gelesen. Aber Teleskop. Oh, das ist ein Mensch. Alles klar. Ich kann leider dieses Teleskop nicht bewegen, aber da ist ein Mensch da. Okay. Na gut. Dann ist da halt ein Mensch. Asteroid-Fragment. Na gut. Gehen wir doch mal zur Werkstatt, oder? Wir können es leider nicht öffnen. Dahinter ist aber, glaube ich, irgendwas Interessantes. Was ich eigentlich haben möchte. Hier ist leider nichts. Ausgefranste Kabel. Na gut. Oh. Schon wieder so ein Phantom. Was macht das mit dem Typen? Na gut. Ja, keine Schlüsselkarte. Neuer Anruf. Das Atrium zum Labor ist verschlossen. Sie könnten die Schlüsselkarte suchen. Aber es gibt wahrscheinlich noch andere Wege hinein. Und sie konnten schon immer gut improvisieren. Mal sehen, was sie tun. Ich glaube, ich weiß es, aber abwarten. Hm, draufschießen klappt nicht. Schade. Es gibt noch andere Wege hinein. Na gut, gehen wir halt den anderen Weg. Ach so. Das war jetzt nicht allzu gut, dass wir da durchgegangen sind. Neuromod, wir haben Neuromod. Geil, das heißt neue Upgrades. Schon wieder, was ist mit den Grafikfehlern los? Okay. Dann ist hier doch keiner. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich sehe gerade, man kann damit eine Treppe bauen. Wow. Da unten ist Cliff Lawrence. Okay. Warte, du bist doch... Genau, du hast genug. Und wir haben eine Schlüsselkarte.
Und wir haben gelernt, dass wir damit eine Treppe bauen können. Das kann sehr nützlich sein. Zum Beispiel, warte, wir nehmen das hier jetzt erstmal. Erstmal alles nehmen. Bier nehmen wir uns alles. Bananenschale, geil. Okay, können wir denn da hoch? Ja, ja, nein, ja, nein, nein, wir kommen leider nicht da hoch. Nee, wir kommen leider nicht da hoch, oder? Doch, wir können so da hoch. Haha, haben wir ja gerade gelernt, ne? Wieder Neuromod, nice. Geil. Wir können, glaube ich, nicht jetzt in den anderen Raum, ne? Ne, sieht nicht so aus, ne? Nee, nee, nee. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Schlüsselkarte. Gehen wir zurück. Wir könnten da oben her. Einfach nur, weil es ein interessanter Weg ist. Nehmen wir den Weg mal. Hier ist ein Phantom. Da ist ein Phantom. Stopp. Den will ich eigentlich nicht begegnen. Können wir schnell speichern. Wir können Geschütz reparieren. Was sollten wir eigentlich auch reparieren? Okay. Boah, wie viel ist denn da? Nicht überraschend. Sie haben einen anderen Weg hineingefunden. Gut gemacht. Hier kommt ein Großteil der Stationstank. Laborausrüstung. Spezialteile, Prototyp. Wir müssten Ihr Looking Glass Terminal in Dr. Calvinos Werkstatt reparieren können. Alles klar. Ich bin jetzt einfach mal hier oben hergegangen, weil das ist einfach ein anderer. Was ist das denn? Ah, warte. Hallo? Hey, hier ist Langley. Sind Sie. Ist da drüben alles in Ordnung? Ja, wieso fragen Sie? Ich will nicht, dass Panik ausbricht. Was ist denn los, Langley? Ich bin mir nicht sicher. Überall sind Sicherheitsleute. Bei Ihnen arbeiten also noch alle? Nehme ich an, ja, ich weiß es nicht. Ich war den ganzen Tag im Labor. Warten Sie, ich gehe mal nachsehen. Ich... Was war das? Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben gerade zwei Labore verloren. Was? Ich muss weg. Okay. Alles klar. Aber wir können... Nee, das wollte ich nicht. Wie können wir das denn nochmal machen? H? L? Nee, L nicht. G? T? Nee. Wie kann ich denn bitte nochmal ins Inventar? Das muss ich eben checken. Das ist echt die Scheiße, weil man das nicht so oft gespielt hat, ne? Inventar. I. Natürlich, I. Da. Und zwar wollte ich... Wir haben nicht mal so allzu viele Plätze. Nee. Nein. Neuromods, genau. Da wollte ich jetzt wieder was... Wir haben zwei nur. Das können wir mit zwei machen. Das verbessert durch erweiterte... Ja, komm, machen wir einfach mal das. Das soll schon schief gehen, ne? Ich weiß auch nicht, ob man hinterher alle so haben kann oder ob das echt so Krankenstation. Oder ob das echt eigentlich begrenzt ist. Nice. Notfallwagen. Dispenser. Hier ist ein Dispenser. Warte. Beantragen neuen Operator. Was ist das denn? Transstar Pyramid 490 Medizin-Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Hoppla. Die Öffnung frei? Wie kann ich denn die Öffnung frei machen? Hä? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Da ist er. Machst du jetzt was? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er unten. Okay.
Vielleicht kann ich den zweiten noch anfordern. Weil der stand hier 3. Beantrage 9 Operator. Ja, kann ich machen. Nice. Ich weiß nicht, vielleicht heilen die mich auch. Hallo, Pyramid 499 Operator, bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Die Öffnung ist frei. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen kann. Es heilt mich. Nice. So gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Es heilt mich. Das ist geil.